قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Noch einmal haben wir die Ehre, Ramadan doch zu erleben. Alhamdulillah, dass wir heute den ersten Tag Ramadan erleben dürfen. Ramadan ist der Monat, dem Allah subhanahu wa ta'ala als einziger Monat namentlich im Koran erwähnt hat. Der einzige Monat, der mit Namen im Koran erwähnt ist, ist Ramadan. Noch eine Ehrung für Ramadan im Koran ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, dass er den Koran im Ramadan herabgesandt hat. Also Ramadan ist namentlich im Koran erwähnt als einziger Monat und im Ramadan ist der Koran herabgesandt. Allah macht uns aufmerksam auf den hohen Stellenwert diesem Monat, indem er uns diese Aspekte, großartige Aspekte von Ramadan klarstellt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Allah macht uns aufmerksam auf einen hohen, großartigen Wert vom Ramadan, dass wir dem gerecht werden und dass wir diesen Monat leben und erleben, so wie es gehört. Es gehört nicht im Ramadan nur, dass wir das Essen und das Trinken unterlassen. Es wäre zu schade und zu wenig. Es gehört viel mehr. Es gehört, dass wir unsere Zungen kontrollieren und dass wir schauen, dass wir unsere Geschwister und den Mitmenschen mit unserer Zunge, weder mit unserer Zunge noch mit unseren Händen, zu Schaden zufügen. Ramadan gerecht zu werden ist auf die Art und Weise, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sagt, nämlich Imam An-Nasa'i überliefert, dass der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sagte: Ramadan beschattet euch, Ramadan wirft seinen Schatten über euch. Ramadan ist der Monat, in dem Allah für euch sein Fasten als Pflicht gemacht hat und ich habe für euch die Gebete, die freiwilligen Gebete in seiner Nacht, in seiner Nächte als Tradition gemacht. Wer Ramadan fastet und seine Nächte mit den freiwilligen Gebeten erfüllt, im Zustand vom Glauben und von Erwartung der Belohnung im Jenseits, im jüngsten Tages, dem werden seine Sünden verziehen. Also das Fasten im Ramadan im Zustand von Glauben, dass wir dieses Gottesdienst erfüllen und Allah, subhanahu wa ta'ala, Gott, beobachtet uns, schaut in unsere Herzen,
schaut in unsere Handlungen. Er schaut nicht nur auf unseren Unterlassen für Essen und Trinken, sondern auf viel mehr. Auf unsere Herzen, ob sie gereinigt sind von Groll und von Neid und von schlechten Eigenschaften und schlechten Gedanken über andere. Und ob sie gefüllt sind mit Liebe und Barmherzigkeit und mit Sanftheit mit den Mitmenschen, mit den Dienern Gottes. Und im Zustand von Glauben, dass wir diesen Gottesdienst erfüllen, dass wir, indem wir das Wohlgefallen Gottes erlangen. Das ist ein Gottesdienst, das eigentlich das Fasten im Ramadan ist das Einzige, was das Fasten als Gottesdienst ist das Einzige, sagen die Gelehrten, Gottesdienst, das frei ist von Augendienerei. Man kann beten und wird gesehen, wenn man betet. Man spendet und man kann gesehen werden beim Spenden. Aber Essen und Trinken unterlassen, man kann seine Wohnung zuschließen und essen und trinken und es hat niemand gesehen, ob jemand getrunken hat oder gegessen hat. Das ist ein Gottesdienst zwischen dem Mensch und sein Herr, frei von Augendienerei. Und es soll nicht nur eben nur unterlassen für diese äußerlichen Dinge, die eigentlich auch erforderlich sind. Es soll viel mehr uns bringen, in dem Sinn, dass wir viel mehr achten auf unsere Charaktereigenschaften und das, was alles versuchen, uns bemühen, alles zu unterlassen, was Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden macht und das zu tun, was Allahs Wohlgefallen für uns bringt.